Hallo liebe Zuschauer und Freunde von Hexenkind TV, willkommen herzlich zurück zu Oblivion. Heute werden wir unsere Reise fortsetzen durch die Weiten von Cyrodiil. Allerdings werden wir, bevor wir unsere Reise fortsetzen, diese Nacht hier verbringen. Denn nachts ist unsere, sag ich mal, Reise ein wenig eingeschränkt und die Sicht ist tagsüber besser. Ich empfehle euch hier immer, wenn ihr rastet, auf 24 Stunden zu gehen. Denn dort könnt ihr dann einfach, wann ihr wollt, auf Abbrechen gehen. Ihr müsst also nicht jedes Mal die Zeit berechnen, wie viele Stunden muss ich jetzt von dieser Zeit ausgehen, 16 Stunden oder so. Nein, nein, ihr geht einfach auf 24 Stunden. Machen wir jetzt in dem Fall, gehen wir auf Rasten und in dem Fall suchen wir jetzt morgens 9 Uhr. Ja, 9 Uhr ist eine gute Zeit oder 10 Uhr. Und dann klicken wir einfach auf Abbrechen. So ist halt meine Vorgehensweise beim Rasten. Aber das könnt ihr euch irgendwie ein bisschen selber aussuchen. Da gibt es keine feste Regel. Ach so. Okay. Da vorne ist eine Höhle. Naja, mal gucken, was das ist. Ah, ein Wolf. Die sind Hundefutter für mich. Nichts wirklich Anspruchsvolles. Ich hätte mit mindestens einen Timberwolf gerechnet, aber ein normaler Wolf, dass diese Kreaturen hier überhaupt noch existieren, wundert mich. Denn die Kreaturen bzw. Gegner passen sich ja der Stufe an. Okay, ich sag mal, diverse Standardgegner wie Ratten oder Krabben gibt es immer, wie man hier deutlich sehen kann, aber naja. Was habt ihr gefunden? Abwasserkanäle der Kaiserstadt, Nordausgang. Höhöhö. Zwei Krabben auf einmal. Oh, das wird schwierig. Eine Nierenwurz. Juhu. Was ist das jetzt? Abwasserkanäle der Kaiserstadt. Oh, das klingt interessant. Der Untergrund der Kaiserstadt. Was ist das? Billiger Wein. Hm, merkwürdig. Was? Schwierig. Ah, ganz sicher nicht. Da gehe ich nicht rein. Denn ich denke, dass diese Kanalisation irgendwie mit einer Quest tief verbunden ist. Was es damit genau auf sich hat, werdet ihr ebenfalls wie bei anderen Quests, die wir irgendwann mal machen werden, in einem anderen Video sehen. Aber naja, schauen wir erstmal hier uns um. Vielleicht finden wir irgendwas Sinnvolles, Nützliches. Also ich finde, die Grafik ist schon wirklich sehr erstaunlich von Oblivion. Dafür, dass es ja schon auch immerhin 4 Jahre alt ist, das Spiel, muss man auch bedenken. Es ist schon wieder 4 Jahre her, wo das Spiel rausgekommen ist. Es kam mir vor, als hätte ich es erst gestern im Laden gekauft. Okay, das war jetzt ein wenig übertrieben, aber die Zeit vergeht schnell. Manchmal vergeht sie langsam, vor allem bei der Arbeit, aber in der Freizeit vergeht die Zeit sehr schnell. Und am Ende fragt man sich, was hat man das Leben lang gemacht? Tja, ich kann es euch sagen, man hat gezockt, man hat Videos aufgenommen und dann auf YouTube hochgeladen. Ja, ja, so ist das. Das ist eben die Bestimmung eines Let's Players. Okay, jetzt muss ich gerade mal die große Karte aufmachen, damit ich überhaupt weiß, wo ich überhaupt hinlaufe. Ich laufe jetzt praktisch außerhalb der Kaiserstadt. Ja, okay, machen wir sozusagen einen Rundgang. Vielleicht finden wir eine Höhle oder irgendwas. Ach, wieder mal ein Wolf. Tja. Aber ich sehe unten nirgends an meiner kleinen Minikarte, dass hier irgendeine Höhle verborgen sei. Doch, dort vorne. Gut. Habe ich doch gewusst, dass es hier noch irgendwas gibt. Denn wir werden uns jetzt dann langsam, aber sicher uns den Hauptquests zunähern. Und die werden wir dann auch am Stück, sage ich mal, kontinuierlich durchmachen. Und dann werde ich mich anschließend an die Nebenquests wagen. Denn es ist nicht sehr sinnvoll, euch jeden einzelnen Dungeon ohne eine Quest hier zu zeigen. Das habe ich ja mehr oder weniger hier schon getan. Also ich habe ja hier viele Dungeons gezeigt ohne Quests. Okay, eine kleine Zusammenfassung. Hier haben wir eine Quest gemacht, wo die Leute einfach unsichtbar waren. Das war in diesem komischen Bockbier-Quelldorf. Da mussten wir den Zauberer nach einem Gegenzauber fragen. Hier haben wir auch eine Quest angenommen, beziehungsweise in der Nähe von dieser Ruine. Haben wir auch eine Quest angenommen, wo wir eine böse Beschwörerin in dieser Hülle töten mussten. Haben wir auch erledigt. Ebenfalls haben wir hier unten 2 Quests angenommen.
Die habe ich allerdings noch nicht erledigt, aus zeitlichen Gründen. Denn zu einem ist es eine Fische-Quest, da muss ich hier, glaube ich, 10 oder 15 Fische töten, deren Schuppen mir einsammeln. Und zum anderen ist es eine sehr allgemeine Quest, ich muss Schattenbrandweine finden, die findet man in verschiedenen Dungeons. Egal. Dann haben wir hier, okay, Ruine, 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 eine Detail-Quest, die schließe ich jetzt mal komplett aus von unserem Rundgang. Das hat einen besonderen Grund, den erfahrt ihr irgendwann mal in einem anderen Video halt. Und ja, hier dieses Pelztor halt, das ist halt einfach ein billiges Dorf. Und hier, nee, ansonsten gibt es hier eigentlich nichts Besonderes, ne. Und daher sage ich mal, dass wir uns dann langsam den Hauptquests nähern sollten. Was das jetzt für... Ach, das ist der Südausgang. Der ist wahrscheinlich auch mit schweren Schloss ausgerüstet. Nee, der ist mit gar nichts ausgerüstet. Naja, ich gehe mal rein. Vielleicht gibt es ja dort irgendwas Besonderes. Naja. Unter dem Schlachthaus, lol. Eine Krabbe. Krabbe. Unter dem Schlachthaus hört sich gefährlich an. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich die Kanalisation hier schon mal betreten habe. Ich habe nur eine Vermutung, aber die will ich jetzt mal noch nicht aussprechen, ehe ich mir nicht sicher bin, dass es tatsächlich so ist, beziehungsweise war. Keine Ahnung. Aber ich sag mal, wenn man das hier sieht, dann dürfte das alles darauf hinweisen, dass hier irgendwelche, sage ich mal, sehr verrückte, psychisch gestörte Banditen vielleicht unterwegs sind oder so aus einer Art. Dieses Tor wird per Fernsteuerung geöffnet. Oder dass die komische Organisation dahinter steckt. Ja, eine Organisation, die gibt es hier tatsächlich in Oblivion. Aber mehr sage ich dazu nicht. Wir haben sie nur schon einmal getroffen, zwar im Gefängnis. Ich spreche hier von diesen Leuten, die mit roten Kutten rumlaufen. Ja, diese Organisation meine ich. Aber ihr werdet das in den Hauptquests noch deutlich zu spüren, beziehungsweise zu sehen bekommen, was überhaupt die Organisation will und was das überhaupt ist und so weiter und so fort. Ach ja, jetzt sind wir hier auch immerhin gesellt. Naja, immerhin. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Es gibt tatsächlich nichts mehr. Vielleicht dort vorne noch auf diese kleinen Insel hier. Ah, ich weiß nicht. Ich gucke einfach mal nach. Man kann hier diese Folge auch als Rundgang der Kaiserstadt sozusagen betrachten. Wobei die ja nicht der Kaiserstadt zutrifft. Also ich mache ja hier... Ich bin ja außerhalb der Kaiserstadt. Also sozusagen, wie nennt man das bei einer Burg? Den Vorort. Genau. Scheint hier keine Höhle zu sein. Hier gibt es echt nichts. Komische Gegend. Hier muss es doch irgendwas geben. Das kann man doch nicht bringen, ey. Doch, hier ist eine Höhle. Ich habe es gewusst. Es gibt doch noch, sag ich mal, Höhlen, die man hier säubern kann. Wo sollen die Höhle sein, wenn ich fragen darf? Eine Nierenwurz, die werde ich natürlich mir schnappen. Keine Frage. Was ist das? Eine Krabbe. Eine Krabbe. Ja, eine Krabbe. Was ist das? Ein Goblin. Okay, das ist eine Goblin-Höhle. Naja, das wird lustig, denke ich. Hallo, ich bin da.
Was war das? War das Gollum oder was? Naja, es sind halt Goblins. Erklärt doch alles. Ihr Geruch, ihr Aussehen und ihre Kampftaktik. Das weist alles auf einen Goblin hin. Fettrückenhöhle. Das kann ja nur von Goblins besetzt sein. Oh, nee.